rookie when my dad was on the force, but he took a shine to her. Was war denn mit ihm hier? Fair enough. We need to find that cryogel. And take down Freeze. He killed that scientist. Just to spite us. And then he got away. He said it was Batman's fault. Bruce promised him a cure for his condition. And in return, Bruce is supposed to behave. But I guess with Bruce gone, he's back in the game. What have you got, Tim? Judging from the list of stolen items, I'd say he's looking to upgrade his exosuit. And that's just for starters. He also downloaded local weather balloon data for the past 10 years. Let's go back out there and stop Breeze before he kills anyone else. Yes! Easy, Tiger. We'll get him. Maybe that's enough practice for today. I've set the back computer to monitor the city for high concentrations of cryogel. Meanwhile, we should keep tabs on anyone working for Freeze, which should be easy since he decks out all of his lackeys with cryo guns. Also gehen wir jetzt Mr. Freeze jagen, würde ich sagen. Diese Herausforderung. Gehen wir doch nicht Mr. Freeze jagen? Also nicht regulär, wenn sie mit Körperwaffen alles aufbauen. Also wir müssten jetzt 5 Verbrechen stoppen, okay? Ja gut, dann machen wir das mal. Also, hier sind die. Wäre sowas hier oder was? Oder wir wird man mit Batgirl weitermachen. Mal gucken, ey, vielleicht machen wir das nicht mit Mr. Freeze, vielleicht kümmern wir uns erstmal um Alfred, sein Date da. Ach nee, wir müssen das nur einmal craften. Ach, wir müssen das... Krass, wir müssen das nur einmal craften. Dann haben das alle. Okay, das ist besser, als ich jetzt dachte. Das ist ihr Anfangsding. Dann kam das. Auch nichts Besseres. Okay, das ist gar nicht so schlecht jetzt. Ich dachte, wir müssen das alle beim Einzelnen. Was wollte ich machen? Achso, genau, ich wollte. Nein. Ich wollte bei Fähigkeiten. Kann ich... Steht denn eigentlich, wie ich... Ach, da oben rechts steht, wie viele Punkte. Okay, dann gucken wir mal, was Alfred so macht.
Das ist natürlich cool. Ich dachte, man muss dann für jeden Einzelnen die Rüstung craften. Out a lot lately. Maybe he's doing some crime fighting of his own. Another meeting with Jacob Kane. He said he wanted to walk. At this hour. He knows this is Gotham, right? That's what I said. And he called me a mother hen. Anyway, someone should check on him. No problem. Müssen wir schon Alfred hinterher spionieren? Oh, meine Nase juckt. So tief sind wir schon gesunken. Was ist das denn da rechts? Ey, das interessiert mich. Denken wir von James Gordon. Boah. What's a gal like you doing in a place like this? Same as you. Visiting an old friend. I keep waiting for him to step down and, I don't know, give some inspiring speech. Tell us to get back to work. Jesus, Jim. You would have hated this. They put you on an actual damn pedestal. Maybe he'd understand. We always said people needed symbols. Something to believe in. Yeah, but we both know he meant you bats. Not him. Except with the squared up jawline and better glasses. They changed his face? Yeah, it's hard to tell from here, but it looks nothing like him. Wish we had him back. Yeah. Me too. See you later, Jim. Batgirl. He looks just like I remember.
Spike ist so lame. Colonel Kane. Sergeant Pennyworth. I'm sorry I had to push our meeting so late. Work never seems to stop in this city. Oh, I can certainly relate. The paperwork hasn't let up since Bruce's passing. Yeah. I still can't believe it. Burying Bruce was the hardest thing I've ever done. Yeah. Do you remember what I told you after Martha and Tommy? You said, life matters when death matters. We take the living for granted until they're gone. I don't know what the Wayne Foundation will do without Bruce. I trust Master Grayson has been helpful? As you adjust? Yeah, he sure has. Dick had his first investor call the other day. I'm surprised how well he did. Every day I find... You geezers escaped from the old folks' home. Don't you know it's dangerous out here at night? Every day I find new reasons to be proud. Empty your pockets or empty the gun? You know what? Never mind. Hey, Peter. Quite the about face. That punk didn't know who he was messing with. Come inside. We'll have a drink. Catch up. Alles gut bei dir? Don't have to twist my arm. Let's not be long, though. I wouldn't want anyone to worry. Was im Bogen schießen? Also, ihr habt echt komische Hobbys. Machst jetzt einen auf Robin Hood? Wie war's? Nie in meinem Leben Bogen geschossen. Hast du was erlegt? Warum muss man ja die Zombies ja töten können, wenn die Apokalypse kommt, ja? Also kann ich mich dann auf euch verlassen, ja. Was das angeht. Beschützt du mich? Was hat sie jetzt für Fähigkeit hier?
Das war's? Das war die Fähigkeit? Ja gut, Zombies sind ja... Es kommt ja drauf an, was es für Zombies sind. Sind es langsame Zombies, die dann kommen, oder sind es schnelle? So, World War C Zombies wäre natürlich übel, aber... Nee, Zombieland 2 habe ich nicht gesehen. Okay, das hat sich gelohnt. Ich glaube, ich habe nicht mal den ersten Teil gesehen. Ich bin nicht so der Fan von Zombie-Filmen. So Walking Dead und sowas habe ich zum Beispiel auch konsequent nicht gesehen. Also ich glaube, so Walking Dead habe ich die ersten beiden Folgen gesehen. Gaming, ja, können wir drüber reden, aber Filme... Kiste? Ach ja, tatsächlich. Ein Huma-Zombie. Ja, die Idee. Ich bin da mehr wahrscheinlich so der Nahkampftyp. Mit einer Axt oder so. Manolit erscheint. Das ist seltsam. I'm in. Time to see what the 1% does in its spare time. Awesome. Let us know when you find something. Wen willst du opfern? Mich? Wollte schon sagen. That doesn't sound good. Jim, neben dir opfern wir. Neben mir? Ich weiß nicht, wenn wo du jemanden siehst, das macht mir ein bisschen Sorgen. Hast du vielleicht den einen oder anderen Pfeil abbekommen? Picked up traces of that blood trail. Let's see what else it can find. There's something underneath the floor.
weiß, dass ich meine Facecam da sehe. Ist niemand. Looks like it's hooked up to some sort of network. Must be a way to activate it. Bisschen Angst vor dir. Please give me the creeps. Tell me about it. I hear people go in and never come out. Ja, nur so. That's the last thing I needed to hear. I'll be glad when my shift's over. Gut, Peter. Alles gut. Aber wie soll ich denn zwei gleichzeitig ausschalten? Was ist da? Kann ja auch hier keine. Kann ja hier auch keine Lockvögel oder so setzen. Ja, aber wie soll ich die denn unentdeckt aussetzen? Ausschalten. Wie haben die mich jetzt entdeckt? Oh, was gibt's hier oben Schönes? Also, ich soll... Also, es ist ein Bonusziel, hier heimlich auszuschalten. Hi, Opa Schlumpf. Jo, alles gut? Und bei dir? Hab gesehen, du hast Division gespielt. Gute Entscheidung. Warum geht's dir nicht gut? Was ist los? Erzähl. Kann ich dir helfen? Super, jetzt sind die alle hier. Ah, okay. Ja. Ah ja, das hat sie dir die Tage schon erzählt. Ist denn jetzt was rausgekommen schon beim Arzt, oder? Aber wenn das jetzt so akut ist, 31. Oktober ist schon ein bisschen hin. Ja, du brauchst ja definitiv was zur Entwässerung. Grundsätzlich.
Warst du mal beim Hausarzt oder so? Das Problem ist, dass sein Herz ja nicht mehr schafft, das Wasser, also aus dem Körper raus in die richtigen Richtungen zu pumpen. Und es versucht es natürlich, und wenn es dann natürlich noch mehr Wasser ansammelt, muss das Herz dann noch mehr arbeiten. Ah, ich bin auch gerade nicht so, sorry. Schmerztabletten kicken kann ein bisschen. Okay. Ja, da kenne ich mich nicht aus mit homöopathischen Sachen. Dann ist ja nicht homöopathisch, ist ja eher Naturheil. Naturheil. Ich drück dir mal die Daumen, dass es gut besser wird. Ich bin gerade mit den Tabletten. Die Tabletten kicken gerade ein bisschen. Alter. Leitet Strom an ein Objekt in der Nähe, weit. Derzeit fließt kein Strom. Ist gerade nicht. Leitungen enden hier. Da komme ich nicht rein. Da ist irgendwas. Ne, da war ich ja eben oben. Das ist ja der Raum da oben. Hier ist gerade gar nicht. Warte mal, hier ist irgendwas. A little obvious, don't you think? Ah. Got it. Ja, die beste Krankheit taucht nix.
Glaub mir, ich habe auch nur noch Momente, wo ich nur noch heulen könnte im Moment. Aber ich glaube, wenn ich das ganze Gaming und das ganze Stream nicht hätte, dann würde es mir noch wesentlich schlechter gehen. Ich verstehe es nur gerade nicht. Also eins haben wir ja gefunden. Wo geht das zweite Kabel hin? Das ist so eine angenehme Abwechslung, diese Ablenkung von allem. Das ist bestimmt irgendwas total Offensichtliches. Jo, bis später. Duschen ist wichtig. Heute noch nicht gemacht. Ich glaube, das wird irgendwo hier drüben in dem Raum sein. Ja. Ja. Gott. What a waste of a good book. Bingo. Bingo. Die rennt. Staircase. Can't be the only thing they're hiding. Memo an mich selber. Trinken und gleichzeitig einatmen. Ganz, ganz verkehrt. Uiuiui. Belfry, got a secret stairwell here. I'm heading down. Belfry. Jamming the signal. Enable logging mode. Send as soon as possible. Sind wir denn hier gelandet? Runs straight up to that wall.
There's definitely more to this than meets the eye. Hmm. There's got to be more to this room. Another exit, maybe. Ah, ja, super. Oh, nix. Ja, weil es verdeckt war. That did something. They lurk in every shadow, and they rule us, one and all. Bei sowas bin ich ja immer mega gut. Problem ist, ich weiß nicht mal, was es ergeben soll. Ich bräuchte mal ja meinen Hinweis, was es sein soll. Warte mal, das könnte der Körper sein. Das könnten die Krallen sein. Warte mal, hat sich das Licht eben da unten verändert? Hi, Schnitzelgerd. Was für ein cooler Name. Ja, schwierig. Ah, okay. Das Licht, warte mal ganz kurz. Ich mach mal kurz das Rätsel und dann sprechen wir darüber. Okay, warte, ich gehe. Warum gehen denn jetzt gerade alle duschen? Jo, bis gleich. Bin ja hier. Denk dran, auch die wichtigen Stellen nicht vergessen. Nehmt ihr jetzt Drogen hier oder was? Sind wir jetzt. Oh, ich habe einen Stufenaufstieg. Mitten im Kampf. Super. Freue mich da mal drüber. Elfrey, I know you can't hear me, but Penguin was telling the truth. The Court of Owls is no myth. They're real. Hm.
Viel wichtiger ist die Frage, von wem kommt das Blut? How deep does this rabbit hole go? His death has cleared the way for our new acquisition. Good. However, do try to be careful where you let them dig, my dear. As for that other issue... We've already bribed the senators. I've been assured your bill will pass early next month. Die Eule. Wonderful. Kennst du das, Peter? Der Hund ist so gruselig. Alter, wie... I'm sorry, madam. We need to get you to safety. Alter, wie gruselig ist denn der Hund? No other way but through them. No one gets through. The ceremony can't be delayed. You don't need to tell me that twice. This is our chance to impress the voice. Kill the intruder first. Then you can think about the rewards. Ich kann mit denen gar nichts anfangen, tatsächlich. Ich weiß nicht, was die... Wer das ist, was die machen, woher die kommen. Hey, Laura. Hast mir doch nicht das Herz gebrochen. Also ich weiß gar nicht, was Rat. Ich wusste bis eben gar nicht, dass es sowas gibt in DC-Universum oder im Batman-Universum. Ja, ich habe mir auch was zu essen gemacht, aber nicht groß gekocht. Nur Oster warm gemacht. Erst haben wir wahrscheinlich mehr gekocht als ich. Wie gesagt, ich habe nur eine Tüte Froster aufgemacht und habe die in die Pfanne geschmissen. Ich finde es ein bisschen doof, dass man dass man die nicht irgendwo hinlocken kann. Wie bei Spider-Man, wo ich ja. Ach komm, jetzt ist egal. Dass ich irgendwo irgendwie ein Signal hinschießen. Also, wisst ihr, was ich meine? Ach, da ist na klar, kommt da noch mehr. Wie läuft die Fahrschule? Ganz gut? Ah, super. Wenn ich ja mal abends irgendwo vom Feiern abgeholt werden muss, kann ich dich dann anrufen, ja?
und kommst du vorbei und rettest mich. This poor man has lost so much blood. I need to get to him fast. Jetzt am Essen, ist dir warm? Ja, bei den heutzutage, bei den Kosten für die Heizung und so, ist das vielleicht gar nicht so verkehrt. Hat aber was mit deinem zentralen Nervensystem zu tun. Tatsächlich. Weil sich die Gefäße weitstellen danach. Also Sympathikus, Parasympathikus, Spieler, Gegenspieler. Der eine ist dafür zuständig für die Jagd. Da wird alles zentralisiert, eng gestellt, konzentriert, mehr Adrenalin ausgeschüttet. Die Pillen sind, ist der Jagd, so gesagt, der Jagdantrieb. Und danach, wenn du das Essen, also wenn du, von früher ist das noch, wenn du es erlegt hast, wird dann gegessen und dann wird der Rest, da werden die Gefäße wieder weitgestellt, weil dann gehst du runter und dann ist tatsächlich, wird dir immer auch warm, weil Gefäße besser durchblutet sind, du wirst müde. Ich wohne im Ruhrpott, ich wohne in Duisburg. It's a trap! Death to the traitor. And death to the trespasser. Dieser Hund, ey! Kill them! The voice of the court comes. He will dictate the punishment. Court cannot forgive your failure. You will atone with blood. Don't do this. Ubi, ich seh dich. And you, Vermin, do not belong here. The last time an intruder set foot here was more than a century ago. The punishment for this insult remains the same. Das ist jetzt die Rancor-Grube. Kommt jetzt ein Rancor? Nein, das ist definitiv kein Rancor. Das ist auch kein Rancor. Okay, die nachfolgenden Sendungen können sich um... Was? Wieso? Wer baut denn sowas? Vor allem, warum? Wer hat denn sowas in seinem Keller? Can't stop now. Ah, das habe ich. Ah, okay, wir fahren wieder hier an. Gut. Ah, Scheiße. Ach, rechts sind ja auch welche.
Da lagen aber ganz viele Leichen rum. Alter, das sind ja alles Leichen. Das ist schlimmer als in meinem Keller. Was zum Teufel? There must be hundreds of victims here. Ja, sieht eher mal nach 1000 aus. Ratten. So, anderes Spiel. Sleeves like this were all the rage in the early 1900s. This looks promising. Danke. Achso, nochmal. Ihr Cape backt ein bisschen durch ihren Körper. Das backt da ein bisschen rum. Glad to have you back online. What happened? Are you all right? I'm okay. Mostly. But I don't even know how to describe what just happened. I'll fill you in when I get back. Copy that. See you soon. Wie komme ich denn hier raus? Okay, nach oben ist immer gut. Die Welt hat mich wieder. Yay. Da wir gleich mal hier sind, machen wir gleich mal das. That's a surveillance drone. Scan each one in the sector and send me the data. And then I'll be free to fly back here whenever I need to. Once I reprogram them to look the other way, yes. Schnellreisepunkte werden, sobald du die Drohne in der Nähe sind, die über Gossip Hills, wenn deine Drohne in Reichweite. I need you to hold that scan a little longer. Try again. I found another set of surveillance drones we can take care of. Setting the coordinates now. Copy that. Jetzt kann ich hier bei Schnellreise hin? Cool. Das ist doch cool. Also da würde ich aber noch das holen. Und wir müssen dann irgendwann mal die Kleidfähigkeit, klingt so verkehrt, freischalten. Muss mal gucken, wie man das macht. Könnte man nämlich hier schön lang kleiden. Acknowledged.
User approved. Cache site uploaded to AR device. Oh, cool. Gibt es noch irgendwas in der Nähe? Gut, noch ein paar Kämpfe hier. Wie Gebiet sind wir denn? Lohnt sich das? Oh ja, das lohnt sich. An dieses Finanzdistrikt. Lohnt sich doch nicht so. Aber das würde ich ja mal machen. Kinder hast du vergessen. Du bist zu 42% mit Bubiko. 17 Kinder willst du mit mir. Uiuiui. Aber. Wer kümmert sich denn um die? Milch holen. Da bin ich aber Zigaretten holen. Die Waffe deutet auf den Bezirk hin? Hä? Hat doch gar keinen Sinn. Ja, solange wir das Kindergeld kassieren. Oder? Wir gehen mal in den Glockenturm zurück. Entschuldigung, ich hab Schluck auf. Ja, genau. Wo fahren wir denn hin in die Flitterwochen? Disneyland? Did you know that Bruce was looking into the court? I didn't. There were few things he kept from me, but this was unfortunately one of them. For me too. We managed to log some voice. Okay, du fährst nach Hawaii, ich fahre ins Disneyland. You sure? You just forget the plane. Tim. You know, you weren't the first Robin, kid. Or the second. A bunch of files got corrupted. I'll run some diagnostics, see what I can recover. Let's see if Master Bruce left us any more clues. Ja, eine Woche tauschen wir. Nee, ich will Disneyland bleiben. Margie, the tattooed lady, would tell us stories about the court back at Haley's Circus. Used to say they were watching and they'd steal us away if we gave a bad performance. Always assumed it was just circus legend. Not at all. There are a number of references to the court in Gotham's history, but nothing concrete. I can't authenticate any of these sources. Supposedly some wingnut wrote a tell-all book about them. But it's a legend in and of itself, so... Shame, really.
Such a work would have made a wonderful addition to the library. The earliest version of the court rhyme is from the 1700s. And says they're after the Fountain of Youth. Seem pretty kill happy for people who want eternal life. Those aren't mutually exclusive. There were a lot of bodies in that pit. And one of them was holding this. Might open something useful. Our scans revealed an isotope embedded in the metal. It definitely has a match. It's a key. So? Let's find the door. Abends. Bobby. Geht's dir? Alles gut? There's new info on the board. In today's Gotham Minute, we focus. Sie hat ein komisches Hobby. Crime scene? Cool. But what about your photographic memory? Cold case. When I wasn't there, it helps to see it laid out. The detail is incredible. Commissioner Gordon? Detective Gordon, at the time. You made it look just like his statue. Now that we know about the court, I thought I might be able to close a few of his unsolved cases. Solid thinking. Oh, I'll help. I'm good. I'll let you know if I find anything. It's fine. Two heads are better than one. I'm sorry. I'd like to do this myself. Sure. Let me know if you need anything. Ja, auch alles gut. Bisschen so vom Gemüt her down. Aber naja. Das ist aber auch cool. Ja, ein cooler Anzug. Oh, yeses. Ja, sieht ja cool aus. Oh, falsch. Hey, Opa. Wie heißt der nächste Woche Dienst? Jedes Mal. Was habe ich jetzt gemacht? Ah! Jetzt habe ich es verstanden. Noch nicht. War Zufall. Mann! Da kann ich es nicht ausstatten, okay. Den Titananzug finde ich auch cool. Der sieht aber auch cool aus.
Schlag. Okay. Nächste Woche ist halt wieder Frühschicht. Welche Schicht magst du am liebsten? The Court of Owls is watching from inside of Gotham's walls. They lurk in every shadow and they rule us one and all. I learned that rhyme on the playground and always thought it was weird, but a lot of nursery rhymes are. When Bruce began investigating the court, he wondered if even he was being too cautious, chasing a fairy tale. It seems impossible that someone could control Gotham from the shadows without Batman finding out. Batman lives in the shadows. Es ist immer ruhig, gell? When you're in the middle of something, it can be hard to see the whole picture. Ich habe ja damals in Hamburg, als ich noch Krankentransport gefahren bin, im DRK, ein Dreivierteljahr nur Nachtschicht, fast ein Jahr nur Nachtschicht gemacht. Meine Freundin hatte damals, das ist schon 20 Jahre her, meine Freundin hatte damals gerade ihr Abi gemacht. Und dann bin ich immer morgens zu ihr gefahren, wir haben zusammen gefrühstückt, sie ist in die Schule gefahren, ich habe gepennt. Und dann konnten wir den ganzen Nachmittag miteinander verbringen. Und dann meistens habe ich sie von der Schule abgeholt. Das war echt schön. Und dann bin ich dann 22 Uhr zum Nachtdienst. Ist schlafen. Und um 6 hatte ich mal Feierabend. Das war echt eine schöne Zeit. Was muss man denn jetzt machen? Ich bin jetzt gerade ein bisschen... Muss mich entschuldigen, ich bin vom Kopf her ein bisschen eingeschränkt gerade, also so wie immer. Ich habe vorhin was gegen Schmerzen genommen, das dämpft mich gerade ein bisschen. Wir spielen mal mit Robin. Mit Robin haben wir noch gar nicht gespielt. Bin da oben. I have to admit, I was surprised Mr. Cobblepot agreed to help. Ja, aber auch die Straßen sind entspannter, die im Krankenhaus sind alle überall entspannter. Das ist alles so ein bisschen. Die Straßen sind leerer, die Menschen sind alle nachts. I'm finishing my last game with Bruce. I couldn't save our board from the manor, but I do have our notes. We tracked each move. To continue the game if one of us was ever away. Are you winning? Playing as Bruce, I can't see how he loses. Bruce is dead. Maybe he wins your game, but without him, we've lost. I'm not so sure about that. So. Decke mal holen. Ich liebe meine Decke. Ist so kuschelig. Not so sure we've lost. Bruce played an important role, but he never saw himself as the only piece in play. Du hast freie Parkplatzauswahl, ja. Und Zuschläge. Also ich habe gut Geld verdient in dem Jahr, fast ein Jahr. Hey, Sibylle. Hand me that coolant.
Na Peter, das wird nichts mit den Kindern. Did it hurt, Jason? When I fell from heaven? When you came back to life. Did the Lazarus Pit hurt? Das sind alles so Anspielungen, die ich nicht verstehe, weil ich die Comics nicht kenne. Hey, Schnitzel Gerd, weil ich die Comics und alles nicht kenne. Ich kenne die Filme und das war's. Mehr kenne ich von Batman nicht. Hast du Langeweile? Ich versuche euch das zu zeigen, was bei mir möglich ist. Im Chat, Civil. Damit ihr mehr interagiert. Der Slap ist zufällig. Alles zufällige Sachen. Könnte es auch einstellen, noch zusätzlich, dass man direkt Leute slappen kann. Ja, ich muss Leute rausbannen wieder, diese Bots. Bitte? Das meinte ich. Moment. So. Dann raus mit ihm. Spielen wir das erste Mal mit Robin. Aber dann müssen wir erstmal Klamotten anziehen und skillen. Dieses hässliche Outfit, ey. Das sieht so hässlich aus. Alter, das ist cool. Jedes Mal mach ich's falsch. Okay, warte mal, Mods. Okay, ah, Mann! Hey, was ist da drüben los? Leicht grüne Wolken. Ich war's nicht. Ausrüstung, Mods. Okay, da kann ich nicht. Aber der hat ein paar coole Rüstungen drin hier. Die finde ich zum Beispiel auch sehr geil. Die finde ich auch geil. Die nicht. So, Fähigkeiten. Ach, hatte ich bei ihm schon was geskillt? Jo, das danke dir, Opa Schlumpf, ja. Hab ich schon bei Instant Gaming gesehen. Ich weiß noch nicht, ob man das immer extra kaufen muss oder ob das mit in der PC-Version mit dabei war. Ich vermute ja fast, man muss es extra nochmal kaufen. Und ich freue mich da richtig drauf, dass das da rauskommt. Weil Miles Morales wäre der einzige Grund gewesen, dass ich mir eine PS5 gekauft hätte. Okay, will.
Kostet bei Steam. Ja, ich hole es mir bei Instant Gaming. Da ist es ein bisschen günstiger. Ich glaube, da kostet 34 Euro oder so. Danke. Spider-Man haben wir ja durch. Wir haben ja inklusive aller DLCs haben wir ja durchgespielt. Ich freue mich auf Miles Morales. Ich weiß gar nicht, was die Spielzeit ist. Aber ich freue mich da definitiv drauf. Werde mir das definitiv holen, auch wenn's, wenn man es kostet. Es ist ja eigentlich ein Deal, sollte ja eigentlich ein DLC werden, ursprünglich. Aber das ist dann wohl so groß geworden. Also die haben dann so viel da reinmachen wollen, dass sie dann das Standalone gemacht haben. Wirst du spielen? From inside Gotham's walls. Hopefully it's that literal. Achso. Ominous and glowing. Könnte einfach mal. There's something about this door that makes me think it's the one. Be ready for anything. I'm in, Belfry. It's spooky in here. Like a lair. No sign of anyone. Strange location for it. Any indication of what they were doing there? I'll see what I can find. Moreno. I feel like I know that name. Belfry, we have an open case file on the Moreno murder. Can you look it up? Of course. The brother of Elena Moreno, a local judge. She took a leave of absence from the bench directly afterward for family reasons. It was the Court of Owls. I'm going to look around for more information. Das war einfach. Weil, war ja da. Belfry, looks like the court gave a purge order for the Chelsea Tunnel. Construction on the tunnel was shut down when the site was declared unsafe. That seems convenient. The Court of Owls must have something hidden down there. Heading that way now. Take care and keep us updated. Keine Kämpfe diesmal?
Ich glaube, ja, wir müssen draußen erstmal. Alter, fühle ich mich gerade komisch durch die Schmerzmittel. Ja? Teils Mensch. Reiche den Eingang. Der Eingang hier. So, der Eingang. Ich bin zu dumm für so ein Spiel. Ach, wir nehmen einfach den Eingang. Ob das eine gute Idee ist, um da unten reinzugehen. Tiefes Loch. Belfry, I'm in the tunnel. Looks like they hit some kind of cover during construction. Chances are we'll lose comms down there. I'll check in as soon as I can. I'll wait for your update. Das ging auf die Knie. In die Knie. Ja, es entwickelt sich auch ein bisschen in eine positive Richtung tatsächlich. Also, ich habe ja jetzt ein paar Stunden gespielt. Also tatsächlich, ja, ich hatte zwischendurch eine Pause gemacht. Ich hatte vorher schon, glaube ich, 6 Stunden oder so. Ja, tatsächlich stimmt das aber. Warte. Ja, also ich hätte ihm vorhin eine Note 4 gegeben, dem Spiel. Mittlerweile bin ich so bei einer 3 plus. Also die Karte, also mittlerweile habe ich auch einiges verstanden. Einige Sachen haben sich 3 plus immerhin. Ja, da warte mal ab. Ist ja... Ich habe ja gesagt, ich gebe dem Spiel noch Chancen. Ich habe zum Beispiel gedacht, weil ich das so verstanden habe, dass man die Rüstungsteile für jeden Einzelnen craften muss. Muss man aber gar nicht. Wenn ich für ihn eine Rüstung crafte, haben die anderen die auch. Kann ich dann brauche ich nur ausrüsten. Genauso mit den Fähigkeitspunkten und so. Zombies. Und auch, also du kriegst tatsächlich mehr Kampffähigkeiten durch das Skillen und so weiter. Also ich zeig dir mal auch die Map und so.
Und du hast verschiedene. Sieht man das jetzt? Nee, sieht man nicht. Verschiedene Missionsreihen und so. Also es wird besser. Bin ich mir ganz so enttäuscht wie vorhin, als ich angefangen habe, oder heute Mittag, als ich angefangen habe, tatsächlich. Bin froh, dass ich bin wirklich froh, dass ich weitergespielt habe. Es ist noch nicht perfekt, das ist nicht auf Spider-Man-Niveau oder, gut, die Vorgänger habe ich alle nicht so wirklich gespielt. Aber ich bin da ehrlich und sagen, dass es gar nicht so schlecht ist, wie ich dachte. Gut, das Kämpfen ist immer noch ein bisschen... bisschen weird. Geht hier ab. Die Storys sind teilweise echt schön. Also, die Mission. Abwechslungsreich. Was meinst du, es sieht irgendwie zu einfach aus? Was verstehst du unter zu einfach? Ah, nee, nee, nee. Warte mal ab. Es ist, Ja, guck mal, wie... Upp, und schon ein Schlag und schon verwundet und wieder verwundet. Guck mal, wie schnell man verwundet, wenn man nicht richtig ausweicht. Viecher sind aber auch schnell. Die treffe ich sonst gar nicht. Ich muss die wirklich mit der Fernkampfwaffe, mit dem schweren... Ja, ich spiele es auf normal. Also du kannst natürlich die Schwierigkeit... Ja, die Kämpfe sind vielleicht nicht so geil wie in den anderen Batman-Teilen. Das heißt, ich habe nur den ersten Teil gespielt und den letzten Teil ein bisschen gespielt. Aber es kann schon... Also... Ja... Also die Kämpfe sind noch ein bisschen manko. Das, was Batman eigentlich ausgemacht hat, diese Kombos und alles, das hast du hier nicht tatsächlich. Dafür waren ja die Batman-Spiele berühmt. Was ja dann auch andere Spiele wie Mittelerde, Spider-Man und sowas. Das haben die ja auch so ähnliche Kampfsysteme. Boah, ich hab so Bock, wieder Mittelerde zu zocken. Frage, wie kommt man da rein? Whatever they're after must be pretty valuable to put all this work in. I hope the recorder's getting all this. Wo kommt man da rein? Der Multiplayer-Effekt ist natürlich auch nicht zu verachten.
Das ist natürlich das schon geil, wenn man, wenn dann mit dem zweiten. Jetzt leider habe ich im Moment noch keinen, der es auch spielt. Jetzt hätten wir es auch im Multiplayer gespielt. Fehlt mir noch was. Ach doch, da unten. Holes in the rock. They've extracted something from it. Doch, da unten. Extraction room. That should do. Extraction first. I'm not leaving a mysterious mine without a mysterious sample. So much ore. They don't seem to be getting a lot of whatever they're extracting out of it. I wonder where I can extract a sample of whatever they're mining. These samples have got to tell me something about what's going on here. Ah! Bin ich so ganz... Bis eure...
Ich hab nicht so ganz. Ja, okay. Ach, hier gibt's noch mehr davon. Na geil. Hilfesäule. Holz. Kohlensäure. Die anderen wurden ja schon. Ah, okay. Die anderen wurden ja schon analysiert. Da extrahiert. Dionysium. That sounds made up. Let's see what it can tell us back at the Belfry. Kommen wahrscheinlich noch mal ein paar Kämpfe mit diesem Monster. Mäuse. So you're still alive. It's clear you don't understand your place. We earned our power. We shaped Gotham into the great city she is today. We are the protectors, not you. You're just bats. Like owls devour bats. Okay, jetzt wird's interessant. Okay, das Hologramm. Echt? Gewastet. Ja, sie bringen mich gleich um. Ja, ich komme aber nicht an die ran. Alter, sind die eklig. Ich weiß nicht, was ich mit denen machen soll. Ja, lass mich doch. Ich muss doch mal auch mal dazu kommen, auch mal auszulösen.
Ja, das ist keine Ahnung. Das hab ich. Ein Hammer. Zwei Hammer. Drei Hammer. Alter, sind die Viecher ekelhaft. Und es kommt natürlich noch mehr. War irgendwie auch später klar. Multikill. I think I'm just about done with Talons, thank you. Lang. Da müssen wir lang. Hey, ihr bleibt hier schön drin, meine Freunde. Ihr bleibt hier schön drin. From the cave-in. The other Robin. Hätte das, wenn das so zwischen den Schulterblättern juckt? Oh, da kommst du nicht dran und kannst. Die ganze Zeit so. Ja, genau, Robin, genau so. Kommst da ja auch nicht dran. Lüg noch. Keiner schafft das. I don't suppose that's the way out. Fake News. Ja, ja, ihr kommt da alle dran. Natürlich. Nur der alte, dicke Mann nicht. Garados ist ein gutes, das ist ein, ich glaube, ein Wasser-Pokémon, wenn mich nicht irre. Ha! Ich habe ein Garados gefangen. Ich glaube, Garados ist ein gutes. Belfry, can you hear me? Kennt's jedenfalls. Seem to have you back, Robin. Are you all right? I'm fine, but there is so much to report. The court is mining this strange element I've never heard of. Hello? Are you still there? Belfry.
You take forever to do the simplest of tasks. We have things to discuss. Come find me. Ach, Kaba, wir müssen unbedingt so dringend mal Pokémon spielen. Ich glaube, du kannst mir echt viel beibringen. Oh, das sieht auch nicht so gesund aus. Ich glaube, ich habe dich da schon 15 Mal gefragt. Wann kommt das Neue raus? From inside of Gotham's walls. They lurk in every shadow. And they rule you. One and all. The nursery rhyme was scary enough. How long have you known the court's real, Talia? 18. November. Kommt doch Spider-Man raus. Nee, der endet meine Krankschreibung. Muss ich um 8 zum Arzt. They're mining an element called Dionysium. Its makeup is similar to Lazarus Pit samples. A foul substitute for the true miracle. A contaminated extract. For centuries, the court has been looking for a fountain of youth. Instead, they found the makings of undying monsters. The Talons. So they're using Dionysium to make soldiers. I wonder why the League doesn't give the court the good stuff. They would probably pay a lot for a Lazarus Pit. Even in their current debased state, the League would never descend to such banality. And the court's greed and corruption prevent them from ever mastering the secrets of the Lazarus Pits. I mean, the League creates monsters too. Look at your father. Oh, those are some harsh words. Would you say you're Ja, ich weiß. Aber die ist bis jetzt nicht böse. Jason never asked you to bring him back like that, Talia. I suppose gratitude was too much. So ein bisschen wie Black Cat in Spider-Man so. You wouldn't dare use the word gratitude if you knew what he's been through. With Bruce gone, the court's operation grows. The League of Shadows will raise Gotham to the ground unless you silence the court. So if we take down the court, the League will just let Gotham be? Without Batman, everyone's making their moves. I'm just wondering what yours is. I'll do what I can to distract the League. And your path to the Court of Owls will be clear. Lea. Ich hab noch eine zweite. This must be how Montoya feels. Kehre zum Glockenturm zurück. Ist hier irgendwas in der Nähe, was wir noch machen können? Ein Verbrecher diese Nacht. Wir müssen mal einmal eine Nacht rumgehen und müssen mal ganz viel Verbrechermissionen machen. Bin auch nicht in dieser Ra's al Ghul-Geschichte und so und Talia drin. Tatsächlich, Peter. Did the city records turn up anything? They didn't. According to the city permits, there's been no mining in Gotham City since the cauldron was completed. Judging from what we found last night, they've been digging down there for centuries. Hm.
This'll listen, Alfred. Babs managed to repair some of the court voice recordings. Dionysium brought the Talons back to life. Sort of. Dionysium's basically weak as hell Lazarus pit water. Brings back motor functions, but free will's as good as gone. So what is a Talon exactly? Some kind of feral zombie assassin? We've all seen weirder shit. Maybe. Feral zombie. Sounds like Jason, all right. I recognize a voice. The older woman is Constance Cobblepot, I'm fairly certain. And the others? More difficult to say. Maybe if I heard them in person. In person? Tim, put the waveforms on the screen. It's hard to find a match with all the damage and voice modulation. Maybe the matching system would have better luck if... We match what we have against the live voices. Fun, but how do we find these jackasses? Two words. Orchard Hotel. The Masquerade. The event of the season. This year's dedicated to Master Bruce. Gotham's rich dress up and pretend they're humanitarians. I've been a few times. So it's Dirtbag Central. With so many of Gotham's elite together, security at the Masquerade will be tight. Finding out their plans first would give you an important advantage. I'll tweak our masks to record telescopic audio. If we can get a good vantage point, we may be able to put some faces to these mystery voices. Sounds like our kind of party. I added new intel to the board. Okay. I leveraged a mutual acquaintance. The head of security for the Orchard Hotel, Mr. Hendricks, has agreed to a meeting. The details are pinned to the evidence board. Okay, cool.